Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Pflichtvideo auf diesem wunderschönen Kanal. Wir spielen heute ein weiteres Indie-Horror-Game, Free-to-Play. Clap, Clap heißt es. Es ist ein Free-Game auf Steam. Geiler Scheiß. Download-Link ist unten in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Wir jumpen direkt mal rein. Let's go. Ich bin gespannt. 8. Oktober 1984, du. 1984 haben die Paletten geschleppt, du. I saw an ad in the newspaper about house-sitting job. Ich habe eine Anzeige in der Zeitung gesehen über House-Sitting. Since I was short on cash, I decided to sign up. Seitdem ich jetzt wenig Geld hatte oder Geld brauchte, habe ich mich entschieden, mich da einzutragen oder da halt anzufangen. Sprachen lernen, Bubble. Fight Maxims Haus, Alter. Was bist du denn, Alter? Excuse me, I'm trying to find a house on the street. Could you help me out? Sure, which house are you looking for? I'm looking for Maxim's place. He hired to look after it while he's away. Maxim, huh? That's interesting. He usually asks me to watch his place. I'm Marco Botowski, Alter, by the way. Nice to meet you, Marco. Can you tell me where his house is? Of course. It's two houses down. Mine's right here. Our neighbor, Savo, in the middle, and then Marky's place. You can miss it. Thanks, Marco. I appreciate it. No problem. Now, if you excuse me, I just got home. Automation system in the mail. I really excited. Oh, that sounds interesting. What does it do? Well, it's supposed to make a life a whole lot easier, you know? Controlling your lights, temperature, even the security system. Pretty cool stuff. Also so ein bisschen was wie Alexa. So ein automatisches System hast du zu Hause, was für dich automatisches Licht an- und ausschaltet und den Strom und so ein Shit, also solche Sachen. Das haben die halt zu Hause und das ist gerade angekommen und er freut sich halt. What does it convenient? Why did you decide to get it? Warum hast du dich dafür entschieden, das zu holen? Partly because of the recent disappearance happening around here. Eigentlich nur wegen den komischen auftretenden Sachen, die hier so momentan sind. Meine Übersetzung ist auch geil. But mainly because our neighbor Savo got one and won't stop raving about it. Okay, weil der Nachbar sich eingeholt hat und der flext da mit rum. He left for vacation right after installing it. Said it has built-in surveillance systems and all. Er ist in Urlaub geflogen und er hat dann drüber gesprochen, wie krass das Ding ist. Guess he wanted to keep an eye on things while he's away. Ich denke, er will ein Auge auf die Sachen haben, während er weg ist. Well, I hope you enjoy setting it up. Thanks again for directions, Marco. No problem. If you need anything, I'm just out of the way. Das kriegen wir hin. Also die Leute haben quasi aus einer Pizzaschachtel, die er so streichelt. Okay. Clap, clap. Ach so. Das jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich auch. Jetzt okay. Also Clap, Clap heißt das Sicherheitssystem. Das ist quasi wie Alexa. Mit dem du halt Licht kontrollieren kannst mit deinem Klatschen. Oder mach den Wasserhahn an. Oder keine Ahnung, back mir Kuchen, du Hund. Oder weiß der Geier. Clap, Clap, certified. Okay. Warte mal, two houses down. Das ist seins. Dann ist das hier doch sein Haus, oder nicht? This must be it. Junge! Was ist das hier? Was ist das? Alter, der hat wahrscheinlich so richtig breite Schultern so, Alter. Deswegen läuft er so rum. Gut zu wissen. Ah, es ist jetzt schon mega geil. I think the owner mentioned the keys would be in the backyard. Ja, natürlich sind die Schlüssel mal wieder irgendwo hinten im Garten. Die würde ich auch im Garten einfach so auf den Rasen legen, weil dann bleibt es spannend, weißt du, dann suchst du eine Weile. I think they said put it on the flower pots. Okay, also die haben es irgendwo auf den Blumenpot gestellt. Hier vielleicht. Da. Ah, there are. Let's see if these work. Okay. Die komische Mucke hat aufgehört, das Gebrumme. Das bedeutet meistens nichts Gutes. Unlock the front door, natürlich. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange das Game geht. Lass uns überraschen. Mach auf. Hallo. Ach so, okay. Well, that's welcoming. Ja, they did say it was a smart house. Also, das ist schon integriert. Read note on fridge. Okay, wir sollen einmal
Ich dachte, hier wäre Blut auf dem Boden, Alter. Holy shit. Hey, thanks for house-sitting. Please make sure to check the mailbox. What are the plans? Throw the trash out. P.S. Press Q to toggle the lights on off in any room. Once you're finished, help yourself to the food in the kitchen. Okay. To-do list. Ach so. Okay, explore the rooms. Also erstmal sollen wir uns die Räumlichkeiten hier angucken. Ja, wir fangen mal hier an, ne? Okay. Das ist der Waschraum. Das ist ganz wichtig hier, ne? Okay, ich höre schon auf. Mann. Hä? Okay. Da gehe ich nicht rein. Der Raum ist mir sass. Ach so. Okay. Coole Spielmechanik mit dem Klatschen. Was ist das? Familienfoto. Okay. Boah, es wird voll eklig, wenn jetzt hier jemand steht. Ist das nicht die Hut aus GTA San Andreas hier? Gleich kommt CJ einfach. Was ist das? Ach, das ist der Wecker. Okay. How to kill a house sitter. Schöner Film. Also, ja. Weg mit dem Scheiß. Irgendein komisches Bild. Hallo. Mach die Tür auf. Ich will rein. Okay. Alter, der Raum ist verflucht, Alter. Geh ich nie wieder rein. So. Das ist wichtig. Quietscheentchen. Ganz wichtig. Noch ein Quietscheentchen. Okay. Noch ein Quietscheentchen und... Okay, ich höre schon auf. Alter, das ist schlimm. Warum geht das mit den Klodeckeln? Was soll mir das sagen? Moin. Schon wieder. How to kill a house sitter, Alter. Schon wieder der Film. Ist aber auch sehr ungeräumig hier, Alter. Könnte man hübsch machen, aber das ist ja wirklich gruselig, Alter. Hier ist ja nichts drin in dem Raum. Hallo? Man muss die Türen festhalten. Couch and do not enter. Ja, okay. Also einen Raum muss ich noch entern. Das ist wahrscheinlich der da unten, der komplett schwarz ist. Aber hey. Ach jetzt, okay. Wollte erst nicht funktionieren. Das ist die Garage, das ist wichtig. House seems pretty normal, ja. Okay. Now let's tackle the to-do list. Ja, genau, wir wollen... Get the mail. Can't leave it lying around. Check the mailbox. Also... Er meint wahrscheinlich den Briefkasten, oder? Das ist ja günstig. 97 Euro, Dollar für ein Haussystem. Okay. Was brummt denn hier? Ach so, das Ding brummt hier. Ja. Oh Gott. So, eben mal schnell den Briefkasten. Missing, please help. Junge, was ist das schon wieder für ein Bild? Das saved der Kumpel vom Entwickler. Er dachte sich so, Bruder, ich baue den Jog mal ein. Chemcal Sexton, Alter. 25 years old, 170 LBS. Das sind, weiß ich gar nicht, wie viel Kilo das sind. Ich glaube, die Hälfte, ne? Weiß ich gar nicht. Lestin, 23. September 1984. Okay, mal die Nummer anrufen hier. Missing House Sitter, ne? Ich würde mir jetzt Gedanken machen. Sounds like the beginning of a mystery novel. Wonder what happened. Nur guter Scheiß. So, now turn to those. Ja, Blumen gießen. Kann ich. Okay. Hier.
Ach so, das ist ein Balken, okay. Hier, schön die Blumen gießen. Ganz wichtig. Ach, Gartenarbeit kann so beschissen sein, Leute. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das. Gartenarbeit kann richtig räudig sein. Kann aber auch Spaß machen. Kommt auch an, was man macht. Wenn das so was ist wie Hecke schneiden oder so, dann lass mich bloß damit in Ruhe. Das ist ja echt, Ach, da. Zwei noch? Zwei noch, Junge? Hi! Verpiss dich! Das hatte ich schon mal mit einem Kumpel. Da haben wir wirklich draußen nachts irgendwie, das war irgendwie so 23 Uhr, haben wir uns nachts rausgestellt. Mit dem Gartenschlauch und haben die Büsche und die Gräser bewässert, Alter, und haben angefangen, irgendwelche Oldies-Songs zu singen. Weil wir dachten, Alter, da kommt gleich irgendeine Hackfresse. Einfach mal einen Stein rüberschmeißen. Oh Junge, da läuft jemand lang, Alter. Mach doch jetzt. Junge. 2000 Jahre später. Bist du dumm, Alter? Ach Junge, da klingelt einfach mein Telefon, Alter. Was wollen die Leute eigentlich immer alle von mir? Immer wenn man in der Aufnahme ist, rufen die Leute an. Das ist genial. Trash to the kitchen. Ja, komm, lass das Scheißding hier liegen. Mach mal auf. Rüber. Trash from the kitchen. Wo ist denn hier der Trashcan? Der Sack ist schwerer, als er dachte. Warum stecken die Knochen raus? Ah! Oh, Junge! Diese dreckigen Jumpscares, Alter, die kommen dann einfach so, Junge, in dein Gesicht. Was mit dir? You scared the shit out of me, aber dermaßen. I'm Agent Ristolion, Federal Investigation Bureau. I need to ask you a few questions, Alter. Sure, what is about? There have been reports of disturbances in this area. Disappearance, strange phenomena. We conducting an investigation. Also hier sind viele Sachen, also viele Leute sind verschwunden, etc. pp. Die machen Nachforschung. Yeah, I've heard everything fine here, just taking out the trash. Ja, ich habe gehört, alles gut hier. Ich bringe den Müll raus. Sind Sie sicher? We've reason to believe there's more to this neighborhood than meets the eye. Wir glauben, dass hier mehr in dieser Nachbarschaft vor sich geht, als man zuerst glauben mag. Yeah, 100% just taking out the trash. You know? Alright, but keep your eyes and ears open. We need to get the bottom of this. Aber halt deine Augen und Ohren offen. Wir müssen da langsam mal was für ein paar, ne, Fortschritte machen. Of course, we'll do. Thanks, Inspector. No problem, stay safe out there. Ah, der FBI open up, geil. Das ist ja dermaßen geil, Alter. Das ist ein geiles Achievement. Throw out the trash, ja, okay, warte. Wo ist denn der Müllbag? Ach, ganz vorne, ne? Da war ja die... Genau. Da war ja die... I. Hallo. Mal so ein Krach hier. Und rein. Get some food. Okay, geht nicht zu. Passt schon. Wir gehen hinten wieder rein. Get some food from the kitchen, Alter. Jetzt hauen wir uns erstmal ein bisschen was rein. Ein paar schöne alte Semmel vom Vortag, du. Mit einer guten Bulette. Rein in die Mikrowelle. Nein. Ich will meine Semmel. Mach keinen Scheiß hier jetzt, ey. Mach keinen Scheiß, ey. Ach, da ist nichts drin. Ach so. Ja, okay. Was ist das denn hier? Get some food from the kitchen. Oh, sonst ist hier doch nichts. Das gefällt mir nicht. Ja. Oh, der dicke Nachbar schon wieder. Check upstairs rooms. Alter, check upstairs rooms. Ich würde hier direkt die Kante geben, Alter. 6,5 und...
You can kiss my Mimimi, weißt du? Alter. Ja, fuck you. Ja, fuck you. Mach die scheiß Tür zu. Okay, hier ist nix. Moin. Okay. Der dicke Nachbar. Ah, okay. Gut, alles klar. I must be tired. Ja, klar. I should grab something to eat and go to sleep. Da war nix, Junge. Da war nichts. Ich hab doch schon wieder was knallen hören. Die Tür da ist offen. Put Siri on bed upstairs, Junge. Bist du verrückt? Ich würde auf der Couch pennen. Welches Bett? Yo, leg dich einfach in fremden Leuten deren Bett, Alter. Geil. Alter, das ist sus hier. Das ist richtig sus. Hallo. Das nimmt kein gutes Ende. Ah! Die Fernbedienung ist einfach weg. Hallo? Super. Steh auf jetzt. Oh, gleich 3 Uhr morgen. Oh, du Dreckiger! Get up, Alter. Ich würde so aus dem Fenster springen hier, Alter. Junge. What was that? Junge, du bist nicht mehr ganz dicht, Alter. Fenster auf und raus. Jo, ja, lass an, Junge. Ich wollte auch noch was sehen. Oh, nee, Alter. Ehrlich jetzt? Was ist das für eine abgefuckte Scheiße hier schon wieder? Erstmal kacken. Das ist wichtig. Erstmal den Angstschiss erstmal raushauen. Junge, Alter, was für eine... Klapp, klapp, da ist das Ding. Mistviecher, du. Figure out what's going on. Ja, keine Ahnung. Everything is... Bah! Alter, mach sowas nicht mit mir. Hallo! Wo ist die Tür? Junge, halt deine Maul einfach. Ich verpiss mich. Junge. Mach Licht an. Die Scheiße funktioniert nicht. Oh, hier auch nicht. Boah, ich will da nicht rangehen. Ich bin gleich tot. Ich werde gleich gejumpscared. Das kann's doch nicht bringen. Ist es dumm, jetzt rauszurennen? Heute ist dein Geburtstag. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Boah, geil. Fress das, Alter. Boah, Digga. Kacken. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist wichtig. Warum ist die Tür zu? Ich raste aus, ey. Klar. Boah, dieser Hall auch, ne? Junge, nimm dir irgendwie ein Werkzeug, irgendwie, keine Ahnung. Nimm dir einen Spaten oder eine Schaufel. Eine Schaufel ist eigentlich ganz gut, weil eine Schaufel, wenn das Vieh kommt, kannst du dem richtig so wegdrücken, weißt du? Kann ich raus? Ich kann doch nicht raus, Alter. Was ist das denn? Ein Abstellraum? Den habe ich vorher gar nicht gescheckt. Abgescheckt, du.
So, passt. Wir können wieder schlafen gehen. Ist alles in Ordnung. Nichts Schlimmes so. Alles entspannt. Typisches Zimmer eines pubertierenden Mädchens, das gerade so ein bisschen auf Aggro-Trip ist. Würde ich mal sagen. Was? Was war das? Was? Ui? Rubber Ducky? Was? Ah! Nein! Was mache ich denn? Ich, das war's an der Stelle komplett, Leute. Das war's an der Stelle komplett, Alter. Ja, gut, haut rein, ne? War schön mit euch. Ja, okay. Was für eine Hackfresse, Alter. Ich komme, Heribert Strauß. Moin. Oh, ja, wir wissen, du bist hier. Ach nee, bist du nicht, ne? So, mach mal Licht an. Ja, hier ist das und das. Hier ist nichts. Alles gut. Du hast geklappt. Du alter Klepper, du. Moin. Moin. Okay. Moin. Na. Ui. Alter, ui. Wie schnell man sich das merken kann, ne? Warte. Hä? Hallo. Let's go. Ja! Alter, den Move habe ich jetzt nicht erwartet, ey. What the hell was that? Ja, das freut mich auch. I need to get as far from this puzzle. Geh rüber zum Nachbarn, ey. Was für ein weirdes Ding, Alter. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bro, mach das nicht, Alter. Holy crap. Den Move habe ich gerade nicht erwartet. I kept running until I reached the nearest police station. Ich bin so weit gerannt, bis ich die nächste Polizeistation erreicht habe. Okay. While investigation... Okay. Also unser... Okay. Ich erkläre das gleich nochmal kurz. Okay. Also, thank you for playing. Ja, sehr gerne. First End wird es also fürs erste Indie-Horror-Game. Respekt. I hope you enjoyed playing as much as I enjoyed making it. Ja. Hat Spaß gemacht. I will be releasing more horror games in the Nightmare Files Series. Sehr gerne, weil das habe ich auch noch nicht erwähnt. Das Game ist eine Nightmare Files Series Creation. You can stay up to date with my YouTube Channel. Gerne. Ihr könnt, Leute, schaut gerne mal bei YouTube vorbei oder bei Twitter. Oder X nennt sich ja Maxim. Ach so, er ist der Entwickler. Er hat sich selbst reingebaut, okay. Also, um das kurz zu erklären: Der, den wir am Anfang, mit dem wir geredet haben am Haus, der Nachbar, der wurde tot aufgefunden. Der Nachbar, der verreist ist, der ist nie wieder aufgetaucht. Man weiß nicht, was mit dem ist. Und
bei uns da an dem Haus in der Mülltonne, da ist quasi in dem Sack, den wir rausgebracht haben mit den Knochen, ist quasi der Körper vom Hausbesitzer drin gewesen. Und es wurde kein Beweis gefunden für die Kreatur. Heißt, der ganze Fall ist noch ungelöst. Und das ist jetzt halt so der Stand des Games. Ja, das war Clap Clap, ein Game der Nightmare Files. Wahrscheinlich ist das sowas wie Fears to Fathom so ein bisschen. Wir haben so eine Collection, wo ein paar Games reinkommen und wahrscheinlich wird das so ein, ja, generell muss ich sagen, sehr geiles Game. Ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10. Atmosphärisch sehr geil. Coole kurze Playtime, gut für ein kurzes Let's Play. Hat gut funktioniert. Die Mechanik fand ich auch ziemlich interessant. Ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10. Ja, und wie gesagt, Download-Link ist in der Beschreibung. Ist wie gesagt free to play, finde ich mega geil. Und weil ich gerade noch Fears to Fathom erwähnt hatte, da wird bald der finale Teil der Fears to Fathom-Reihe rauskommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber der soll jetzt irgendwie demnächst rauskommen. Ich denke mal Richtung Oktober, das passt wahrscheinlich sehr gut. Dementsprechend, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Horror-Game oder beim nächsten Fears to Fathom, Let's Play, whatever. Ich muss mal schauen, wie ich es schaffe, zeitlich aufzunehmen, weil momentan wieder ist viel zu tun und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich danke euch ganz fett fürs Einschalten. Wir sehen uns zur nächsten Runde. Reingehauen und Skrrr!